Willkommen zurück zu einer neuen Folge Montes, einem Spiel, was ich sehr, sehr gerne spiele. Nee. Das glaube ich aufs Wort. Ich bin schon mal wieder auf das eine Dach von dem Haus hier gelaufen, da ich eine ganze Weile rumgesucht habe und nicht wirklich was gefunden habe, wie es weitergeht. Wir mussten auch schon wieder von vorne anfangen. Ja. Anscheinend ist wieder irgendwie ein Update gekommen oder sowas und dann geht der Spielstand immer verloren. Ah, das Hüpfen. Bisschen blöde. Ah, nein. Wir brauchen die Lichtquelle von meinem Computer. Es ist Mist, wenn da jetzt irgendwas kommt, was den Bildschirm verdunkelt. So. Dann probiere ich noch mal das hier. Oh. Kann man da rein? Da brennt's. Tut vielleicht ein bisschen weh, wenn du da jetzt runterspringst. Kann man da was reinkippen? Ja. Echt? Ja, pack Backpulver rein. Warum nicht? Es ist ausgegangen, Kadia. Will ich mal anmerken. Jetzt echt? Ja, siehst du doch, oder? Erstickt Backpulver Feuer? Ist das wirklich so? Oder ist das jetzt einfach nur eine Erfindung von dem Spiel, dass das funktioniert? Also Das anscheinend wird ist es mich jetzt gerade mal ausgegangen. Kann ich da interessieren. reinhüpfen? Es ist auf jeden Fall stockdunkel. Es ist dunkel. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, dass wir hier jetzt in einem Haus sind. Ja. Da pennt jemand. Hat er den Arsch offen? Also die Hose kaputt, meine ich. Ja. Okay, dann sollten wir vielleicht hier rausgehen. Dieses Türen öffnen, das ist der Graus, ey, wenn er jetzt irgendwie hinter uns kommen würde oder sonst was. Was macht dich so sicher, dass er es nicht tut? Ich drehe mich einfach nicht um. So nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Da ist noch eine Tür. Der geht aber irgendwie nichts. Ja, es ist ja auch ein bisschen schwer herauszufinden, mit was hier wirklich irgendwie was funktioniert. Was mit was hier irgendwie zu agieren ist. Das ist überhaupt. Dieser Gang sieht scary aus. Ja, lange Gänge sind immer scary. Ich habe auch in Minecraft immer Angst, wenn ihr wieder eure Forken, eure Spitzhacken geschwungen habt, in eure langen Tunnel reinzugehen. Klopft da was? Das ist jetzt fies, wenn Da man kommt jetzt was wieder. auf, da kommt was auf uns zugelaufen. Was, wo denn? Da vorne krabbelt was auf dem Boden. Da ist doch gar nichts. Da ist auf jeden Fall etwas. So, da kommt auf uns zugelaufen. Ach, da. Oh Gott. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Ich aber, und ich hoffe, dass es hier nicht hochkommt. Kannst du die Klappe zumachen? Kannst du? Nein. Oh, hier ist ein. Oh, ein Schraubenzieher. Und wieder so eine komische Wodkaflasche. Was Ist auch das immer jetzt dieser die Sound. Musik oder ist das... Ich weiß es nicht, aber wir sollten noch weitergehen. Fuck. Wir sind schon wieder hier. Aber diesmal ein bisschen höher anscheinend. Ah, das war eben übel. Irgendwie ist bei dir wieder was. Ja. Das passt schon. Das will nur ein Update ziehen. Läuft alles ganz normal weiter.
Richte du nur deine Augen auf deinen Bildschirm. Warte mal kurz, wir haben noch Schraubenzieher. Schraubenzieher führen, meinst du? Wie kann ich denn diese Items überhaupt benutzen? Ha! Schraubenzieher funktioniert. Die ewige Diskussion, heißt es nun Schraubenzieher oder Schraubendreher? Und die nächste Diskussion, warum ist es hier so dunkel, wie kriegen wir es hell und wie kommen wir hier raus? Was denn das? Eine Taschenlampe wäre an manchen Stellen immer hilfreich in dem Spiel. Ja, da ist ein Punkt, aber was können wir mit diesem... Vielleicht willst du es auch gar nicht wissen, was du mit dem Punkt machen könntest. Ja, aber ich hänge ja jetzt hier... Oh. Hm. Was ist denn... Wir müssen doch hier irgendwo drüber kommen. Das kann doch nicht sein. Ist jetzt im Ernst dieses Gitter hier so reingefallen, dass wir hier nicht drüber kommen? Meinst du, dass das an dem Gitter liegt? Ja, wo sind wir denn hier sonst? Wir müssen doch hier irgendwie weiterkommen. Hm. Warum können wir denn hier nicht weiterlaufen? Hier dieses Gitter war doch eben noch vor uns. Ja. Oben. Ja. Und das ist genau das, was uns den Weg versperrt. Hm. Das ist jetzt echt extrem strange. Siehst du mir. Gut. Ich glaube nicht, dass wir hier so weiterkommen. Ich glaube, wir hängen hier einfach fest. Und ich glaube, das ist der einzige Weg. Da oben vom Haus ging es nicht anders runter. Okay, das ist jetzt natürlich extrem blöd. Ja, ich habe jetzt echt, dass wir hier einfach dran festhängen und auch... Ja, wir können hier drauf hüpfen anscheinend, was wir normalerweise nicht sollten. Ich denke nicht, dass wir... Ich glaube, wir hängen hier einfach gerade echt extrem wieder fest. Hm. Also ich würde sagen, ist die Folge halt irgendwie mal nur so pseudomäßig 10 Minuten. Aber wo sind wir jetzt? Jetzt ist das Licht ganz aus, außer oben, wo wir hergekommen sind. Nee, doch nicht. Hä? Hä? Wir hängen hier gerade echt in irgendeinem Bug drin, glaube ich. Ja, scheint so. Das sieht nicht normal aus. Ich denke mal, momentan kann man hier vielleicht weiterkommen, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht die Lust, nochmal von vorne anzufangen. Ich glaube, dann würde ich sagen, mach mal hier bis, das ist immer noch Alpha-Status, bis, ja, siehst du, wir sind hier komplett in irgendwas gefangen. Würde ich sagen, bis Beta anfängt, mach mal da eine Pause und dann können wir da nochmal reinschauen hier, weil... Genau, dann kommt wahrscheinlich auch nochmal neuer Content dazu. Ja. Also wir sind jetzt hier wohl... Wir haben uns ja auch schon mal so ein bisschen was angeguckt und also das soll nur ungefähr so anderthalb bis zwei Stunden gehen. Genau, also laut Foren geht das echt nicht lang.
Das ist jetzt die vierte Folge? Die vierte oder die fünfte? Die vierte. Also dann. Das heißt, wir wären ja jetzt eh schon bei über einer Stunde. Von daher kann da nicht mehr so viel kommen. Ja, die hängen da ganz klar fest. Dann denke ich mal, im Forum stand auch drin, dass man soll halt die ganzen Bugs mal posten. Dann werde ich, denke ich mal, das hier auch nochmal schicken. Und ja, sobald es da ein Update mal gibt, gucke ich auch nochmal rein. Ansonsten. Da geht es natürlich weit. Ansonsten gibt es ja auch noch jede Menge, egal wo wir auch sind hier, jede Menge andere Horrorspiele, zum Beispiel, wo wir auch mal reinschauen können. Wenn euch das hier so gefallen hat, auch mal mit Facecam, schreibt es einfach in die Kommentare, dann, auch wenn es mir keinen Spaß macht, das zu spielen. Wie? Ja, nee, also es ist schon. Du hast viel mehr Angst, Schisser. Du hast viel mehr Angst als ich, aber schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr noch mehr sowas sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns dann wieder in einem anderen Let's Play. Bis dahin. Schönen Abend noch. Ja, oder was immer ihr das noch schaut. Wir haben mitten in der Nacht, Egal, bis zum nächsten Let's Play oder so. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss.